Hallo und willkommen auf meinem Aquarellkanal. Heute malen wir ein Bild, das nicht ganz einfach ist, und zwar weil sehr viele Bäume und Sträucher und auch eine Uferböschung mit Steinen und Wiese und sprudelndes Wasser enthalten sind. Aber wir schaffen das ganz locker. Es handelt sich um das Blumtautal in der Nähe meines Wohnortes, also im Salzburger Land, das ein Naturparadies ist. Zuerst mache ich eine ganz schnelle Skizze, ganz einfach, bei der wirklich nur das Wesentliche und die Tonwerte enthalten sind. Und diese Skizze übertrage ich mit wenigen Strichen auf mein Aquarellpapier. Auch hier geht es nicht um Genauigkeit. Ich zeichne auch bei den Bäumen nur einige Striche. Was ich allerdings mache, weil ich es später noch aussparen möchte, das sind die Umrisse der Kühe, die im Mittelgrund auf der Wiese liegen. Diese Kühe kann man natürlich auch weglassen, aber sie sind ein schöner Farbfleck in der Landschaft, also male ich sie. Dieses Blumtautal ist wirklich ein wunderschönes Naturparadies. Es wird durchflossen von dem Torrennerbach. Es befinden sich auch einige ganz klare Seen mittendrin. Also es ist eben, es ist flach, sehr gut zum Wandern, auch zum Radfahren, hervorragend geeignet. Und am Ende des Tales, bevor es zum Hagengebirge hochgeht, gibt es noch die Bärenhütte, eine einladende Gaststätte. Heute male ich wieder auf Arschpapier, und zwar auf mittlerer Körnung, und ich male auf trockenem Papier, also es wird vorher nicht befeuchtet. Das ist übrigens ein Block, den ich nur mit schwarzem Kreppband an den Rändern abgeklebt habe, damit sich das Blatt nicht hochwölbt. Ich zeichne die Bäume nicht vor, sondern ich mache nur ein paar Striche dort, wo ich sie dann später hinmalen werde. Eigentlich bräuchte ich keine Vorzeichnung bei diesem Motiv, denn obwohl es schwierig aussieht, ist es relativ einfach zu malen. Ja, und jetzt geht es endlich los mit der Malerei. Ich mische zuerst Sienna Natur und Lasur-Orange, töne das mit etwas von einem Blaurest ab und granuliere damit diese Uferböschung. Dazu nehme ich einen schwach gefüllten Pinsel und ziehe den Pinselbauch ganz leicht über die betreffenden Flächen, sodass nur einzelne Bereiche davon mit Farbe belegt werden. Jetzt mische ich Sienna gebrannt und preußischblau. Es entsteht so ein stumpfes, dunkles Grün, ein Blaugrün eigentlich. Und nun muss ich relativ schnell malen. Ich male es rund um die ganz locker vorgezeichneten Kühe herum. Und ich möchte, dass die Farbe nach oben hin nicht antrocknet. Das heißt, ich werde sie nach oben hin leicht verwaschen. Wie gesagt, das muss jetzt schnell gehen, denn wenn ich mir zu viel Zeit lasse, trocknet die Farbe und ich erhalte da unschöne, harte Ränder, und die will ich nicht, die mag ich nicht in diesem Bereich. So, und es wird schnell die Farbe nach oben gewischt, solange sie noch feucht ist. Und wenn die Ränder etwas ausgranulieren, ist mir das nur recht, denn dann erhalte ich schöne Effekte. Wichtig dabei ist die Pinselhaltung. Ich male mit dem Pinselbauch und halte den Pinsel ganz flach zum Papier. Und jetzt brauche ich Blau. Ich verwende Ultramarinblau oder
Kobaltblau. Das ist in diesem Fall eigentlich egal. Und ich trage diese Farbe jetzt fleckenweise auf, wobei mir wichtig ist, dass viel Wasser dabei ist. Man sieht, das Papier steht ja leicht schräg und die Farbe ringt nach unten, sodass sich unten Tropfen bilden, die ich dann mit dem Pinsel gut vertreiben und verwaschen kann. Ich male aber nicht den ganzen Himmel blau, sondern der Hintergrund besteht aus Teilen des Himmels, aus vielen, vielen unterschiedlichen gelblichen und grünlichen Farbtönen. Ich weiß, das sieht jetzt sehr heftig aus, aber wenn ich mich beeile und nicht warte, bis die Farbe antrocknet, also hier den Hintergrund sehr nass in nass male, dann macht es riesen Spaß und ich komme dann zum richtigen Effekt. Man sieht recht gut, wie sich die Gelbtöne mit dem Blau vermischen und dadurch grünlich werden. Das Gelb ist übrigens eine Mischung aus Rheingelb und Indischgelb, das ich mit der vorhin gemischten Grüntönung leicht verschmutze. Hier sieht man recht gut, wie sich die Farben am Papier vermischen, wie sie praktisch ineinander kriechen. Das macht richtig Spaß und das gehört auch zum Aquarell dazu. Es ist natürlich schon so eine Sache, ich weiß ja schon, wie das dann später ausschauen wird. Für einen Anfänger sieht das jetzt, glaube ich, sogar ziemlich chaotisch aus. Aber die Erfahrung bringt es dann. Dann weiß man, wie man beginnen muss und was dann später daraus zu machen ist. Auch die Wiese im Vordergrund rechts wird in der gleichen Art und Weise angelegt. Also immer zuerst hell und dann kann ich in die helle Farbe mit einer dunkleren hineinfahren und schauen, dass es sich zum Teil vermischt. Ja, der Vordergrund verträgt schon noch einiges an Dunkelheit. Gerade in der rechten Ecke unten kommt noch eine Mischung aus Ultramarin, Preußischblau und Siena gebrannt. Es kommt ja noch eines dazu. Ich kenne mein Papier, das ist Arschpapier, und ich weiß, dass das sehr stark die Farbe aufsaugt, also beim Trocknen wesentlich heller wird. Und auf das muss ich mich von vornherein schon einstellen. Und wieder Preußischblau und Siena gebrannt. Und um die Dunkelheit noch zu verstärken, kommt noch Ultramarinblau dazu. An einigen dieser dunklen Stellen lasse ich noch Siena gebrannt einbluten. Einbluten bedeutet, dass die neue Farbe, obwohl ich ja noch nasse nass male, aber der neue Farbauftrag trockener ist als der erste Farbauftrag. Wäre der neue Farbauftrag zu nass, dann würde die Farbe ausblühen. Und das würde bedeuten, dass ich unschöne Blumenkohlränder bekomme, wo ich sie nicht haben möchte. Dort, wo das Ufer ans Wasser grenzt, ist es meist etwas dunkler und schlammig und das deute ich mit der Pinselspitze an und mit dem Pinselbauch ziehe ich diese Farbe ganz leicht nach oben. Welchen Pinsel verwende ich dazu? Einen Da Vinci Mischhaarpinsel, einen Rundpinsel der Größe 12. Wenn Sie schon mehrere meiner Videos gesehen haben, dann wissen Sie auch, dass ich gerne spritze. Ich spritze aber nicht um des Spritzens willen, sondern es muss auch einen besonderen Effekt ergeben. Es muss auch zum Aquarell, zum Bild passen. Also ich spritze sehr gerne, wenn ich Laub darstelle. Gerade bei lockerer Malweise, wenn ich gemischtes Laub darstellen möchte.
Wenn man diese Technik noch nicht wirklich beherrscht, empfehle ich unbedingt, die Teile des Blattes abzudecken, wo keine Spritzer draufkommen sollen. Manchmal spritze ich dann noch mit heller Farbe darüber oder nur mit Wasser und verwasche das noch ein wenig. Hier, genau hier, ist mir die dunkle Farbe etwas zu weit in den hellen Bereich hineingewandert. Lässt sich aber ganz leicht reparieren. Ich nehme meinen Flachpinsel, meinen Zauberpinsel mit klarem Wasser und wasche das einfach weg. Jetzt könnte ich das noch wegtupfen oder gleich mit einem Gelbton ganz leicht überziehen. Ein für mich wichtiger Pinsel ist der Fächerpinsel. Das ist ein ganz billiger Pinsel mit Schweinsborsten. Es gibt diese Fächerpinsel auch mit sehr weichen Haaren und das ist für meine Malweise nicht geeignet. Ich brauche einen borstigen Pinsel, der eher kurz ist mit nicht zu langen Borsten, aber er soll doch dicht schließen. Und mit dem kann ich sehr viel im Aquarell bewirken. Jetzt brauche ich ihn, um das Wasser zu malen. Ich habe mir eine sehr dünne Mischung aus Ultramarinblau angelegt und nutze diesen Fächerpinsel, indem ich ihn fast waagrecht, fast flach zum Papier hin auflege und mit kurzen Strichen dieses Wasser male und dabei sehr viel vom Papierweiß stehen lasse. Ich habe ganz hell begonnen. Und jetzt mit einer etwas dunkleren Mischung hinein immer wieder dieses Papierweiß auslassen. Das ist eigentlich Sinn der ganzen Sache. Und das funktioniert mit diesem Fächerpinsel wirklich gut. Natürlich muss auch das, wie alles beim Aquarellieren vorher, etwas geübt werden. Mit dieser Technik kann man nicht nur fließendes Wasser darstellen, sondern auch Wellen und Meeresbrandung und Gischt, indem man einfach sehr viel Weiß freilässt. Meine Fotovorlage, die ist mir in dem Moment vollkommen egal. Mal, das ist ganz einfach so, wie es sich ergibt. Ich achte aber darauf, dass ich viel Weiß freilasse. Lieber zu viel als zu wenig. Und was wirklich noch ganz wichtig ist, der Pinsel muss ganz flach gehalten werden. Ich halte den Pinsel auch ganz hinten. Also nicht vorne, sondern ganz hinten und ganz locker. Ich sage das auch in meinen Kursen immer. Dieser Pinsel, so grob er auch ist, er muss über das Papier tanzen. Stellenweise kommt noch etwas dunklere Farbe hinein und dabei achte ich, dass der Pinsel etwas trockener ist, also nicht zu nass, um Ausblühungen zu vermeiden. Jetzt setze ich etwas Grün hinein. Dazu habe ich Preußischblau verwendet und an manchen Stellen eine helle gelbliche Mischung, auch die wieder nicht zu nass. Und das ist nur ein Hauch von Farbe, also wirklich nur wenig Farbe. Diese dunkleren Wellenschatten, die ich jetzt teilweise anbringe, könnte man natürlich auch mit einem normalen Pinsel, mit einem Rundpinsel anbringen. Ich finde es aber frischer und lebhafter, wenn ich das mit dem Borstenpinsel, mit dem Fächerpinsel mache.
Jetzt male ich einige wenige Baumstämme im Hintergrund. Die Mischung ist Ultramarin und Sienna gebrannt. Und nicht zu dunkel. Passiert mir das, dass es zu dunkel wird, nehme ich das sofort wieder mit einem Tuch oder teilweise auch mit einem Finger weg. Ich verwende jetzt einen Rundpinsel, einen Mischhaarpinsel von Da Vinci der Größe 6. So, genug Bäume, das reicht jetzt. Aber jetzt kommt diese schotterige Böschung daran. Diese leicht eingefärbte Grundierung ist inzwischen natürlich komplett trocken und wie gesagt, mit dieser dunklen Mischung setze ich jetzt ein paar Schatten und einige dunkle Elemente hinein. Wichtig dabei ist, dass das kein Schwarz ist, also eine Mischung aus Ultramarin und Sienna gebrannt und nichts anderes. Wenn sie beispielsweise jetzt Kobaltblau verwenden würde, würde das kein so tiefer, dunkler Farbton werden, sondern es wäre dann eher etwas schmutziger, etwas cremiger. Und jetzt möchte ich eigentlich einen Schwarzersatz haben, der aber immer noch transparent ist. Und eben das erhalte ich mit der Mischung Ultramarin und Sienna gebrannt. So, hier dieser Abbruch wird noch etwas verstärkt und teilweise verwasche ich den auch noch. Speziell die Wasserkante, die muss noch ordentlich verstärkt werden. Ja, auch hier, genau hier gehört noch ordentlich kräftig Dunkelheit hinein, die ich anschließend mit etwas gelbgetöntem Wasser nach oben hin leicht verwasche. Diesen schmalen Wiesenbereich oberhalb der Böschung, den male ich mit einem ganz hellen Grün, es ist eigentlich rein gelb. Sehr wässrig natürlich, ja nicht deckend, ja nicht kompakt aufsetzen. Mit einer lockeren Mischung aus Ultramarin und Sienna gebrannt und einem recht trockenen Pinsel, ich nehme etwas Wasser weg, granuliere ich jetzt den Hintergrund ganz leicht. Aber nicht nur den Hintergrund, diese Böschung, sondern auch die Steine im Vordergrund. Und zwar die hell beleuchteten Seiten der Steine im Vordergrund. Dazu halte ich wieder den Pinsel ganz flach zum Papier und male nur mit dem Pinselbauch. Das heißt, ich lasse den Pinsel nur leicht über das Papier gleiten, sodass nur durch die doch leicht raue Oberfläche des Papiers an der Oberseite die Farbe hängen bleibt, aber noch viel vom Papier weiß zu sehen ist.
Und jetzt wird's brutal. Ich mische einen sehr kräftigen, ganz dunklen Grünton. Dazu brauche ich kein Grün, sondern ich verwende wirklich nur Preußischblau. Man könnte auch Cyanblau nehmen. Es muss ein dunkles, kaltes Blau sein. Und Sienna gebrannt. Das ergibt diesen ganz kräftigen, dunklen Ton, den ich jetzt für die dunklen Teile im Hintergrund benötige. Und auch das mache ich alles mit dem groben Fächerpinsel. Mit dem Nadelbaum ganz hinten lege ich nur ganz leicht den Stamm an und mit der Ecke des Fächerpinsels male ich jetzt den restlichen Baum. Und ich bemühe mich, nicht zu genau zu malen, sondern wirklich nur ganz locker die Farbe aufzutragen. Wichtig dabei ist, und das ist ein Fehler, den man immer wieder auch im Internet häufig zu sehen bekommt, wichtig ist bei Nadelbäumen, die oberen Äste streben immer dem Licht zu, die gehen immer nach oben. Das wird leider sehr oft komplett falsch dargestellt. Auch andere Bereiche im Hintergrund erhalten mit dem Fächerpinsel und der gleichen Farbmischung eine ganz dunkle Struktur. Warum verwende ich auch dafür die gleiche Farbmischung? Das hat einen ganz einfachen Grund. Erstens wird es später etwas aufgehellt, indem ich eine leicht wässrige gelbliche Mischung teilweise hineinlege und diese verlaufen lasse. Der Hauptgrund ist aber, dass ich gerade bei den gefährlichen Grüntönen in einem Bild eine garantierte und sehr ruhige Farbharmonie erziele. Also jetzt gebe ich an manchen Stellen auch wieder mit dem Fächerpinsel etwas wässriges Gelb hinein und warte, bis das in sich verläuft. Einmal mit mehr Wasser, dann wieder mit weniger. Ja, das ist Aquarell. Es ist immer spannend und man weiß nie genau, wie es dann am Ende aussehen wird. Natürlich kann man aufgrund der Erfahrung schon einiges sehr beeinflussen. Aber dennoch, man ist nie vor Überraschungen sicher. Es stimmt, ich nutze gerne meinen Fächerpinsel. Male ich ein größeres Format, dann kann man auch einen Kuchenpinsel verwenden. Das sind diese Zenker oder Dr. Oetker Kuchenpinsel, die man nicht im Farbenfachgeschäft erhält, sondern in der Lebensmittelabteilung von Supermärkten. Also ich missbrauche sehr oft solche Küchengeräte, um die im Aquarell einzusetzen. Aber der Fächerpinsel ist schon toll und man sieht auch, dass ich den ganz hinten halte. Ganz locker. Es ist mir auch schon einige Male passiert, dass mir während des Malens der Pinsel aus der Hand gefallen ist. Ja, und? Wenn er an die richtige Stelle fällt, ist es ja vielleicht nur ganz gut so. Der Hintergrund ist immer noch nass und das nutze ich, um jetzt fallweise Sienna gebrannt hineinzusetzen. Übrigens, ich nehme Farben niemals direkt aus den Näpfchen, sondern ich mische sie immer zuerst auf der Palette leicht an. Es könnte ansonsten leicht geschehen, dass man zu viel pures Pigment am Pinsel hat. Aber so ist es gut. Also diese Mischung am Papier, die sich dann von alleine ergibt, macht ein Aquarell eigentlich lebendig. Wenn ich zu lange warte, bis der Hintergrund schon trocken ist, dann bringt das wenig. Ja, und den Fächerpinsel nutze ich auch jetzt, um etwas Gras anzudeuten.
Das heißt, ich fahre mit der Dunkelheit ganz leicht über den hellen Bereich und durch die Struktur des Pinsels sieht man einige helle Gräser, die entstehen dann praktisch von selbst. Mit meinem Sechserpinsel setze ich noch ein paar Dunkelheiten in den Hintergrund und ich male auch den Hintergrund direkt um die Kühe. Ich gestalte den etwas dunkler, sodass die stärker hervortreten. Dazu verwende ich, ja, ist klar, wieder die Mischung Ultramarin und Sienna gebrannt. Jetzt werden die Schattenseiten der Steine im Vordergrund verstärkt. Sie erhalten dann noch ein wenig Struktur, ein paar Risse, die ich alle mit einem kleinen Sechserpinsel von Escodo male. Der hat eine schöne Spitze, aber es geht jeder andere Pinsel auch. Ich lege mich da niemals auf die Marken fest. Ja, ein paar Risse im Stein. Einige wenige starke Dunkelheiten. Übrigens habe ich kurz überlegt, die Steine mit einer anderen Methode zu malen, und zwar mit einer Scheckkarte die Helligkeiten herauszukratzen. Aber ich habe mich doch für die Variante mit dem Pinsel entschieden. Ich zeige aber in einigen anderen Videos, wie man das mit einer Plastikkarte gut machen kann. Der Hintergrund ist immer noch feucht, also kann ich mit einem Messer einige helle Stämme herauskratzen. Ich mache das ja sehr gerne, aber es muss im richtigen Moment passieren. Wenn ich das zu früh mache und die Farbe noch zu nass ist, erhalte ich statt hellen Strichen dunkle, plumpe Striche, die manchmal vielleicht auch gut aussehen mögen, aber ich wollte ja helle Stämme. Also muss ich das dann machen, knapp bevor die Farbe trocknet. Und mit meiner dunklen Mischung aus Sienna gebrannt und Ultramarinblau male ich jetzt noch einige dunkle Stämme. Dabei übertreibe ich nicht, denn man kann zu schnell auch ein Bild totmalen, indem man einfach zu viele Details hineinsetzt. Aber hier gehören schon einige Stämme oder Äste von dem Gestrüpp auf der linken Seite. Im Hintergrund habe ich ja bereits einige Stämme gemalt und teilweise werden die noch etwas abgedunkelt, speziell im unteren Bereich. Jetzt sind die Stämme und die Äste im Vordergrund dran. Bitte malen Sie keine braunen Baumstämme, die gibt es nämlich in der Natur nie. Oder nur dann, wenn die Sonne gerade im richtigen Winkel drauf scheint, das ist meistens am Abend. Meistens sind Baumstämme und Äste grau, zum Teil auch grünlich, ein Grüngrau ist es meistens, vielleicht ab und zu mit einem leicht bräunlichen Schimmer. Aber bitte malen Sie niemals braune Baumstämme. Kinder malen manchmal braune Baumstämme, weil es ihnen, ich muss sagen, leider in der Schule oft so gezeigt wird.
Beim Malen halte ich den Pinsel sehr locker und nehme auch die Farbe sehr nass, damit ich dann später mit einem Schlepper noch feinere Äste herausziehen kann. Eben aus der noch nassen Stammfarbe herausziehen kann. Etwas schmutziges Deckweiß in den unteren Bereich der noch nassen Stämme ergibt eine schöne, interessante Struktur. Das werde ich später noch einmal verstärken. Jetzt aber kommt mein Schlepper dran. Man sagt statt Schlepper auch gerne Schriftenpinsel. Es ist im Prinzip egal, es gibt eigentlich nur einen Schlepper und der ist von vorne bis hinten dünn. Manchmal werden unter dem Namen Schlepper aber auch Pinsel verkauft, die einen dickeren Bauch haben. Das sind sogenannte Mantelpinsel. Die sind nicht so gut zu handhaben wie ein richtiger Schlepper, der wie gesagt von vorne bis hinten dünn ist. Und im Idealfall aus Naturhaar besteht. Im Idealfall aus Rotmarder. Aber es gibt mittlerweile auch synthetisches Material, das dem Rotmarder gleichkommt und praktisch genau gleich gut ist. Ja, das ist jetzt eine Arbeit, die etwas länger dauert, weil es ja doch sehr viele Zweige gibt, obwohl man nicht alle Zweige und Äste malen muss. Also ich bin da schon sehr spartanisch und mache nur das Wichtigste. Aber zu beachten ist, dass man nie die gleiche Farbe hernimmt, dass man immer eine sehr lockere Mischung aus diesen beiden Grundfarben Ultramarine und Siena gebrannt verwendet, aber einmal ist es etwas wässriger, einmal etwas dunkler, einmal etwas bläulicher, denn die Versuchung ist groß, dass man alles sehr dunkel, also mit starkem Kontrast malt, praktisch mit Schwarz darauf setzt. Und dann wirkt das Ganze zu grafisch, was natürlich auch seinen Reiz hat, aber vom Aquarell halt wieder weit weg ist. Sicher ist es Ihnen bereits aufgefallen, dass ich nicht immer die Äste und auch die Stämme nicht durchgängig mache, dass ich die nicht durchziehe. Denn es gibt ja auch Blattbüschel, die vor den Stämmen und vor den Ästen liegen. Also das spare ich aus. Und dadurch wirkt das Ganze auch frischer und lebendiger. Hier gibt es also bereits schon genug Äste und auch Zweige, die nicht immer nach oben streben, sondern auch manchmal nach unten hängen. Auch auf der linken Seite und im Hintergrund setze ich noch einige Äste und Zweige hinein. Nicht zu viel.
An manchen Stellen nehme ich ab und zu mit einem Kleenex vorsichtig etwas Farbe weg, damit das Ganze etwas unregelmäßiger erscheint. Das Schwierige bei solchen Motiven ist, dass man gerade bei Ästen und Zweigen rechtzeitig aufhört, dass man nicht zu viel macht, dass man das Bild nicht überfrachtet damit. Zu meiner noch auf der Palette vorhandenen Mischung für die Äste kommt jetzt Lasur-Orange. Und das ist dann genau der Farbton, den ich brauche, um die Kühe zu malen. Wir haben ja hier Fleckvieh, das eben ein rötlicher Braunton ist und auch weiße Stellen hat. Der untere Bereich der auf dem Boden liegenden Kühen ist aber dunkel. Und da nehme ich wieder die Mischung Ultramarin und Sienna gebrannt. Und schon wirkt das Ganze plastischer. Übrigens, bei diesem Bild ist es nicht wichtig, dass man die Kühe ganz genau darstellt. Es soll nur den Eindruck von Kühen erwecken und ich glaube, das ist ausreichend. Mehr brauche ich nicht. Wenn man auf dem Foto ganz genau hinsieht, sieht man hier eine Bank stehen. Die erspare ich mir. Stattdessen kommt ein Zaun oder ein Gatter hin, nur um diesen hellen Bereich des Hintergrundes etwas aufzulockern. Mit dem Fächerpinsel und einer eher hellen, wässrigen Grünmischung bestehend aus Rheingelb, Preußischblau und Sienna gebrannt, also ganz hell, setze ich einige wenige Grasstrukturen in den hellen vorderen Bereich. Auch hier wieder Achtung, nicht zu viel. Es reicht schon. Und noch ein paar letzte Spritzer mit dem Rundpinsel für die Bäume und Büsche im Hintergrund. Ich verstärke nun die hellen Bereiche der Bäume im Vordergrund. Dazu mische ich mir ein Orange, also ein Lasur-Orange, mit Deckweiß und setze auf die rechte Seite, also auf die lichtbeschienene Seite, ein paar von diesen hellen Strichen. Vorher habe ich die betreffenden Stellen bei den Baumstämmen allerdings befeuchtet.
deckweiß, etwas gelblich eingefärbt, nehme ich jetzt um einige Lichter, einige helle Stellen in die dunklen Bereiche des Vordergrunds zu setzen. Das soll ein paar Gräser andeuten. Auch hier wieder sehr vorsichtig und nicht zu viel. Mit einem leicht schmutzigen Lasurorange verstärke ich im Hintergrund diese Uferböschung. Soll etwas lebendiger wirken. Ja, so ist es besser. In den Hintergrundbereich kommen noch ein paar Spritzer und dabei fällt mir jetzt auf, dass auch noch ein wenig Dunkelheit abgeht. Genau hier in dem Bereich gehört noch etwas Dunkelheit und das mache ich jetzt. Natürlich wieder mit dem Fächerpinsel, preußisch blau und Sienna gebrannt. Ich halte den Pinsel ganz flach und berühre kaum das Papier. Also ganz vorsichtig setze ich jetzt die Dunkelheiten hier an. Abschließend setze ich mit dem Rundpinsel und einer dunklen Mischung noch ein paar dunkle Verstärker in den Hintergrund. Dazu empfiehlt es sich, dass man ab und zu ein paar Schritte zurückgeht und das Bild aus größerer Entfernung betrachtet. Wenn man zu lange nur davor sitzt, dann übersieht man solche Dinge recht gern. So, ich bin jetzt mit dieser Übung fertig. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie hatten auch Spaß daran. Wie immer darf ich es bitten, meinen Kanal doch zu abonnieren und vergessen Sie auch nicht, die Glocke zu drücken. Dann werden Sie immer verständigt, wenn neue Videos von mir erscheinen. Und jetzt wünsche ich noch viel Spaß beim Aquarellieren und bis bald hier auf diesem Kanal. Servus!